Wir begrüßen Sie herzlich zu den AHS Bruck News und dürfen Sie darüber informieren, was sich in den letzten Wochen am Gymnasium getan hat. Von 15. bis 18. Oktober fand Österreichs größte Jugendsozialaktion 72 Stunden ohne Kompromiss statt. Die 6a und die 8b-Klasse beteiligten sich an diesem Projekt und berichten von ihren Erfahrungen. Was war eure Motivation, den Bernecker Kindergarten zu renovieren? Es hat uns sehr gefreut, helfen zu können, ohne eine Gegenleistung zu erwarten und auch als Gruppe mit der Klasse etwas zu schaffen und Spaß zu haben. Außerdem war es ein tolles Erlebnis, das erste Mal selbst handwerklich tätig zu sein und mit den Kindergartenkindern Seite an Seite arbeiten zu dürfen. Was war die größte Herausforderung dieses Projektes? Für mich war es eine Herausforderung, die Ziele, die wir uns gemeinsam für dieses Projekt gesteckt haben, zu erreichen. Und das ist uns aber, denke ich, sehr, sehr gut gelungen. Wir setzen uns ein! Auch heuer hat unser Gymnasium wieder an der alljährlichen Bildungsmesse im Brucker Rathaus teilgenommen. Dieses Jahr konnte das BG BRG Bruck am 10. November die Besucher über das weitreichende Bildungsangebot informieren. Im folgenden Beitrag melden sich Mitwirkende zu Wort. Herr Direktor, wieso ist es so wichtig für unsere Schule, an der alljährlichen Bildungsmesse teilzunehmen? Unser Gymnasium hat in der Bildungslandschaft von Bruck einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und daher ist es einfach immens wichtig, dass wir präsent sind und auch unsere künftigen Schüler heute schon bewerben. Danke. Welche Facette der Schule soll zum Ausdruck kommen? Die Vielfalt des Unterrichtsangebotes und vielleicht auch der Freiraum zur Unterrichtsgestaltung für Lehrer und Schüler. Dies ist bestimmt mit viel Vorbereitung verbunden. Ja, schon, aber ich hatte ordentlich Hilfe durch viele Schüler der Oberstufe, die mir geholfen haben, auch nachmittags zur Betreuung des Standes. So viele liebe Kollegen, die auch zusätzlich die Folder gemacht haben zum Beispiel. Danke. Was schenkt ihr hier denn aus? Wir schenken hier Früchtetee mit Trockeneis aus. Das ist getrocknetes CO2 mit minus 173 Grad. Kann man das denn auch bedenkenlos trinken? Ja, natürlich. Wenn man nicht zu viel davon in den Mund nimmt, ist das ungefährlich. Und was macht ihr sonst noch so im Unterrichtsfach Chemie? Wir machen eigentlich viel Theorie, denn um Experimente zu verstehen, braucht man das Theoretische. Würdest du dir dennoch mehr Experimente wünschen? Ja. Die Weihnachtslichter, eine Veranstaltung, zu der alljährlich die ersten Klassen einladen, fand heuer am 9.12. statt. Unterschiedlichste Darbietungen erwärmten die Herzen der Besucherinnen und Besucher. Vielen Dank für Ihr Interesse am Schulleben des Gymnasiums Bruck. Auf Wiedersehen.